Mr. Mundy. Ich bin ganz hin und her. Ich habe gerade eine Inspektion unserer Sicherheitseinrichtungen vorgenommen, als das hier auf unserem Monitor erschien. Ich dachte mir, Sie würden es amüsant finden. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir das Näschen gepudert. Haben Sie mich in allen Räumen abgelichtet? Nicht doch. Nur im Juwelenraum arbeiten wir mit versteckter Kamera, falls einer unserer Besucher sich einfallen lassen sollte, das Wort Volksvermögen allzu wörtlich auszulegen. Ja, ja, im Westen arbeiten wir genauso. In Supermärkten, in Kuhställen. Ich bezweifle, dass Ihre Supermärkte auch nur halb so effektiv bewacht werden wie dieses Museum. Naja, ich weiß ja nicht, was Sie außer Kameras noch einsetzen. Wären Sie daran interessiert, ein paar von diesen Sehenswürdigkeiten kennenzulernen, die natürlich der Öffentlichkeit verborgen sind? Aber nichts lieber als das doch. Wenn Sie uns entschuldigen, kommen Sie, Mr. Mundy. Ich darf wohl in aller Bescheidenheit sagen, unser Alarmsystem gehört zu den zuverlässigsten der Welt. Wir betreten das Gebäude von hinten. Sie werden mir recht geben, dass unser Sicherheitssystem lückenlos und an Raffinesse nicht zu überbieten ist. Sehen Sie dort hinauf. Auf unseren Wachtürmen. An allen vier Ecken des Gebäudes sind automatische Waffen installiert, die auf jeden Eindringling das Feuer eröffnen, der über die Mauer klettert oder unten an den Mauern entlang schleicht. Aber ich möchte Sie auf keinen Fall langweilen mit zu vielen Details. Nun, unsere Eingangskontrolle ist eine technische Glanzleistung. Kommen Sie. Was auf den ersten Blick aussieht wie eine halb einfache Türschwelle, birgt einen äußerst komplizierten Mechanismus, der unbestechlich jeden registriert und speichert, der das Museum betritt. Das Personal, die Wächter, die Besucher. Und jeder, der im Laufe des Tages durch diese Tür eingetreten ist, muss am Abend das Gebäude wieder verlassen haben, sonst wird die Alarmanlage ausgelöst. Und es passieren sehr unangenehme Dinge. Dieses Wunderwerk erfasst wohl auch Laune und Gesinnung. Beides sind unzuverlässige Variablen. Wir stützen uns lieber auf präzise Daten. Und nun, Mr. Mundy, da Sie aufrichtig interessiert scheinen, darf ich Ihnen als Höhepunkt unserer Führung die Säle der Anlage zeigen. Als in den letzten Kriegstagen die Befreiungsarmee auf ihrem Weg nach Berlin auch unserem geknechteten Vaterland die Freiheit gebracht hat, kam Borborik aus dem Keller gekrochen, wo er sich jahrelang versteckt hatte, und begrüßte seine roten Brüder. Er hat dann mit den Generälen 2 Tage und 2 Nächte getrunken. Wodka um Wodka wurden sie bessere Freunde. Es endete damit, dass sie mit Kopfschmerzen weiterzogen und er unser Generalsekretär wurde. So war das. Soweit unsere kleine Geschichtsstunde. Doch was uns interessiert, ist die Gegenwart. Darf ich Sie fragen, Mr. Mundy? Tut es Ihnen inzwischen leid? Bereuen Sie, dass Sie die Seiten gewechselt haben? Wie könnte ich das, wo mich doch so eine charmante Kommissarin betreut? Danke für diese interessante Sightseeing-Tour. Nastrovia.